Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Space Marine und wir sind da jetzt auf unseren Titanen gestoßen und müssen da jetzt, was jetzt eigentlich? Höhle der Giganten, erreichen Sie Inquisitor Drogan. Okay, das werden wir gleich machen. Und wir sind da extrem vorsichtig geworden, weil die uns ja schon des Öfteren platt gemacht haben, die Jungs. Dann aktivieren wir das Ding einmal. Auf geht's. Ah, da kommt was runter. Oh oh. Und Kameraden, alles klar? Geht's euch gut? Ja. Schönes Wochenende gehabt? Natürlich. So, wir haben da erst nur eine Brücke runtergelassen. Okay. Gut so. Nur kurz, Leute. Und schon geht's weiter. Inquisit. Was? Autorisierung wiederholen. An. Sofort die Energiequelle vorbereiten. Einen Moment. Da ist er ja. Alle Sicherheitsprotokolle übergehen und... deutlich sprechen. Ah. Autorisierung wiederholen. Deutlich sprechen, Inquisitor. Das ist er. Inquisitor Drogan? Ich bin Drogan. Und Sie sind... Captain Titus von den Ultramarines. Wir haben Ihr Notsignal empfangen. Sie scheinen den Angriff abgewehrt zu haben. Ich bin sowohl Soldat als auch Wissenschaftler, Captain. Wie ist der Status des experimentellen Geräts? Die Energiequelle? Sie betreibt das ganze Manufaktorum vom Generatorraum aus. Das Gerät ist eine Energiequelle, keine Waffe? Es ist ein komplexes Gerät und noch dazu instabil. Wenn die Orks es finden, werden sie es demontieren. Es könnte detonieren und damit den gesamten Planeten zerstören. Dann müssen wir es in Sicherheit bringen. Dafür, Captain, brauche ich Ihre Hilfe. Hier lang. Sie sind verwundet, Inquisitor. Ich bin Psychiker. Meine Psy-Kräfte kontrollieren die Blutung. Nun gut. Neues Einsatzziel. Begeben Sie sich zum Generatorraum. Okay. Generatorraum. Generatorraum. Ich bin auch schon ein wenig. So, Inquisitor. Du, Heinzi. Aha. Kommt ja auch gut. Mit seiner Schädelplatte. Auf geht's. So, wir checken mal die Lage. Da. Läuft nichts Grünes. Die Grünen sind nicht da. Okay. Ja. Komm, Inquisitor. Achso, müssen wir dich jetzt beschützen? Das sieht nach einem Hinterhalt aus. Egal. Xeno-Lebensformen entdeckt. Aha, ja. Space Marine, willst du meine Titanen klauen? Meine Beute klauen? Ich werde dir Eingeweide aus der Kehle reißen! Ich steck deinen Kopf auf den Spieß, Space Marine! Ah, den habe ich gar nicht erwischt. Kommt, Jungs.
strengt euch an. Tötet das Space Marine! Sofort! Diese Panzerhainz, die sind ja echt hart im Nehmen. Wo ist er? Aha. Okay. Wenn du sagst, dann schieße ich halt auf dich. Schieß der Menschens. Ja, irgendwie haben wir gegen den großen Heinz da überhaupt keine Chance, gell? Okay. Munition, komm her. Okay. Komm wieder runter zu der Munition. Ja, natürlich. Jetzt geht's los. Und raus! Rettet das Space Marine! Seht ihr, wie die mich kaputt machen? Und ich habe keinen mehr, den ich einfach slashen könnte. Mund brauchen wir, das ist wichtig. Ja, Granaten. Und weiter geht's. Irgendwie die falsche Taktik bei so vielen Jungs, einfach drauf loszulaufen, gell? Da haben wir was übersehen, da unten leuchtet noch was? Nö. Wir werden da jetzt einmal nachladen. Das ist auch wichtig. Und ja. Okay. Auf geht's. Vielleicht überleben wir das Ding ja auch noch einmal. Da ist ein Junge, da. Die Armen. Was ist da vorne? Ein Riesen. Also das mit den Riesenzahnrädern, das haben die wohl gut drauf da. Okay. Da laufen wir rein, einfach so, und jetzt. Ja, der Ork hat jetzt ein Näschen für uns. Verdammte Kreatur! Wäre er doch bloß nicht hierher gekommen! Ist er aber, Drogan. Da hat doch gleich mein Visier geleuchtet, ja? Da? Das war ein Fehler. Hä? Mit Sicherheit. Da unten kriegen wir eine neue Wumme wahrscheinlich. Da ist wieder nichts. Oh oh. Ah, Leute, schnell. Irgendwas hat sich da jetzt wieder bewegt. Klar doch. Mund ist wichtig und das Ding holen wir uns dann auch gleich. Space Marine erkannt. Voller Zugriff gewährt. Also die Plasmapistole freigeschaltet. Die MK3 Sun Fury Plasmapistole. Entschuldigung. Sorry Leute. Feuert Bälle aus super heißem Plasma. Sie kann schnelle Schüsse oder einen stark aufgeladenen Schuss abgeben. Diese Waffe ersetzt dauerhaft ihre Bolt-Pistole. Rechtstief zum Schießen, rechtstief zum Aufladen des Schusses, gedrückt halten und rechtsback zum Ablüften der Hitze. Aha. Okay. Das ist jetzt unsere Bolt-Pistole. Da, wir müssen zu diesem Aufzug. Wie können die? Aha. Aufladen und? Aha. Okay. Okay, Leute. Wir überschreiten da gerade wieder mal die Zeit. Ah, da
Dann machen wir hier gleich einen Schnitt und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns die Boltpistole an die Boltpistole gewöhnen. Okay, da hinten ist Mundi, hole ich mir gleich. Bis später, euer Toso. Schönen Abend, ciao.